Leute, für diesen K-Fop oder wie das heißt für Harley, habe ich mir mal was bestellt, beziehungsweise mal was machen lassen. Das ist in diesem Paket drin. Das packe ich mal eben schnell aus. Warum Haribo? Ich arbeite doch da. Geil. Das ist ein handgemachtes Lederding mit Gravur drin. Scopedius seit 2022. Und ja, packen wir mal eben aus. Das sieht ziemlich geil aus, muss ich sagen. Mit Schlüsselanhänger hier dran. Dann, die Seite habt ihr ja schon gesehen. Und hier ist noch so ein kleiner Schraubenschlüssel dabei. Na, wo ist er? Hier. Damit kann ich das Ding hier aufmachen, meinen Funkschlüssel quasi da reinbauen. Und den Rest vom Schlüssel, den mache ich dann hier dran. Und fertig. Ich denke mal, dass ich dieses Stückchen hier, das kleine Unboxing, mit in einem der nächsten Videos reinbauen werde. Wie man schwer unschwer hören kann. Meine Stimme ist nicht da. Bin richtig krank. Aber das musste ich jetzt mal kurz auf Video festhalten. Ziemlich geil. Ich versuche das mal eben einzubauen. Um das mal eben im Detail nochmal zu zeigen hier. Man sieht ja hier diese, ja, wie so eine U-Form, so eine Gabel, die durch dieses K-Fop-Lederteil geht. Dann haben wir hier so einen Stift, der da durchgeht, wie so eine Achssteckstange oder so. Und dann die passende Mutter dazu, Befestigung. Also schon geil gemacht. Ich baue das jetzt mal weiter auseinander. Ich glaube, da drin ist nämlich sogar, wie man hier sehen kann, noch so ein bisschen, da drin sieht man es, so ein Styropor-Zeug. Ja, gucken wir die richtige Seite. Hier hat man ja zum Beispiel den Druckpunkt für den Knopf hier. Das ist immer schön. Okay, so unten drunter. Und jetzt baue ich das einfach nur wieder zusammen. Und war das denn einfach hier so dran? Ne? Ja, die Seiten sind noch. Was man, ich weiß, glaub gar nicht, dass man das aus der Kamera sehen kann, aber hier bei dieser Befestigungslasche, jetzt sieht man es, ist ein Sechskant quasi eingelassen und die Schraube hat auf dieser Seite auch den Sechskant. Und so, damit kann das nicht durchrutschen, man kann es richtig schön festschrauben. Machen wir noch. Oh. Einen kleinen Schlüssel da dran. Ist doch geil geworden, Leute. Und das Gute bekommt ihr, er nennt sich Airbrush Design, der macht sowas nebenbei, da könnt ihr euch auf jeden Fall mal melden, ist glaube ich auch auf Facebook, macht er das, gerne stelle ich ihn in Verbindung, keine Porträts, ja, also der macht sowas nebenbei und macht auch noch andere Geschichten, da werde ich mir mit Sicherheit noch was anderes bestellen und euch zeigen können und finde ich sehr geil geworden. Mal wieder was Personalisiertes. Geil.
So, mal gucken, ob sie anspringt. Warte mal. Sieht nicht so aus. Klassischer Fehl. Das mit dem Schlüssel funktioniert gar nicht. Ja, funktioniert doch. Man muss nur mal fester drücken. Oh mein Gott, mal gucken, ob sie geht. Seit September. Hat sie überhaupt noch Orgel? Das ist ein Wunder. Klemmen wir mal gleich direkt an hier. Nein, da steht das Fahrrad hier im Weg. So, haben wir die gute mal an dem Ladegerät gehangen. Probieren wir es morgen nochmal. Aber die ist gut angesprungen. Nach, keine Ahnung, jetzt schon 2 Wochen im neuen Jahr. Plus, na sagen wir mal 6 bis 7 Wochen stand die jetzt. Hier in der Kälte auf jeden Fall. Dafür ist sie gut angesprungen. Und die stand jetzt seit der Hochzeit, also seit Anfang September. Danach bin ich sie nicht mehr gefahren.